Herzlich willkommen, liebe Daniela, Hallo. Zur heutigen Ask Me Anything Session. Für jeden, der es jetzt im Nachhinein anhört oder anschaut auf YouTube, Spotify, iTunes, ich feiere die Daniela, also dich, liebe Daniela, jetzt schon unfassbar, weil es hat jetzt gerade keiner sonst mitgekriegt, beziehungsweise diejenigen, die jetzt drin waren, schon, aber sonst keiner, dass wir eigentlich heute eine andere Bewerberin gehabt hätten, die heute nicht erschienen ist. Und ich dann ganz spontan gedacht habe, ach, hier ist noch eine andere Person drin. Wie sieht es denn aus? Hast du nicht Lust, liebe Daniela? Und sie ganz spontan gesagt hat, lass uns das machen. Ich habe hier auch schon gerade einen Kommentar gelesen. Super mutig, viel Spaß, liebe Daniela. Also schon allein dafür feiere ich dich. Und ich freue mich tierisch auf die nächste Stunde. So, also herzlich willkommen hochoffiziell. Hallo. So, die Ask Me Anything Session, wie der Titel schon sagt, man darf eine bis x Fragen stellen bezüglich einer Herausforderung, die man hat, einer Fragestellung, die man sich gerade im Leben nicht beantworten kann, vielleicht in Veränderungsphasen. Meistens hat es ja doch irgendwie was mit beruflichen Veränderungen zu tun, nicht automatisch und nicht immer. Manchmal auch mit anderen großen Träumen, die aus meiner Sicht trotzdem immer einhergehen miteinander. Es ist nicht zu trennen, deswegen ist bei mir auch immer ganzheitlich. Wir berühren immer automatisch jeden Lebensbereich in so einer Veränderungsphase. Erzähl mir und uns doch einfach mal ein bisschen, wer bist du, was machst du im Moment gerade, wo stehst du gerade? Gibt es irgendeinen Weg, den du gerade gehst oder gehen willst? Wo bist du vielleicht ein bisschen stuck? Wo kommst du nicht weiter? Welche Herausforderung hast du oder welchen Knoten im Kopf? Was denkst du, wo du gerne entweder schneller irgendwo wärst oder du wärst da gerne, aber du hast keine Ahnung, wie du da hinkommst? Erzähl uns mal ein bisschen von dir. Okay, starten wir. Also bei mir ist grundsätzlich so ziemlich alles im Umbruch, was gerade im Umbruch sein kann. Okay. Ich fange mal an. Also meine Geschichte gründet sich in, also mein Thema ist Trauma. Und ich habe zwei Traumen erlebt. Die eine war also ich habe in der Bank früher gearbeitet und bin dort überfallen worden. Und der zweite ist, habe dann eine Herzgeschichte. Ich habe plötzliche Herzrhythmusstörungen, habe dann einen Schrittmacher implantiert bekommen. Und das war das Thema, wo ich dann beruflich auch mich verändert habe. Also ich habe die Bank verlassen, habe dann Scherzo angefangen. Mhm. Und habe die letzten Jahre damit zugebracht, mein Trauma zu heilen. Und ich habe es geschafft. Wow. Es geht mir gut. Ich habe, wie soll ich sagen? Also ich weiß nicht, wie ich, es ist einfach gut für mich, so wie es jetzt ist. Aber für mich war es dann so, dass ich immer gedacht habe, Scherzo ist das, was ich für die Menschen tue. Mit meinen Ausbildungen und so weiter und so fort. Und irgendwie hat sich dann aber so für mich jetzt voriges Jahr herausgestellt, wie eigentlich habe ich das alles für mich gemacht. Also für meine Heilung. Ja. Und jetzt ist es momentan so, dass okay, das Thema Trauma, das Thema hat sich jetzt für mich irgendwie erledigt. Mhm. Will ich trotzdem beim Scherzo bleiben und das für, ich sage jetzt mal, andere Menschen auch tun? Oder war es wirklich nur für mich? Oder wie, also das ist jetzt einmal so ein großes Thema. Es ist auch meine Tochter voriges Jahr ausgezogen. Das heißt, da hat sie auch was getan und momentan ist es einfach so, dass viele Dinge, die ich als meine Struktur und als meine Aufgaben bezeichnet habe,
einfach weggefallen sind. Mhm. Und ich schwimme gerade in so, also so ist das Gefühl, und ich schwimme gerade so in einem leeren Raum und es zeigt sich noch nicht wirklich, ja, was soll es jetzt sein oder wohin soll die Reise jetzt gehen? Wow. Was für... Ach, ich habe so viele Gedanken und Impulse gerade. Was für ein ja, schöner... Ja, so geht's auch. Ja, es ist so ein... Was für ein schöner Moment, der gleichzeitig natürlich teilweise sich irgendwie unbequem anfühlt und Angst macht. Genau. Und man sich so orientierungslos fühlt und so ein... wohin jetzt genau und irgendwie manchmal wie so ein freier Fall und gleichzeitig aber auch nicht wissen und auf der Couch sitzen und so. Ich weiß, es ist so ein, und andererseits mit der anderen Brille zu sagen, Mann, wie grandios, was für ein schöner Neuanfang, was für ein schönes neues Beginnen von dem ganz neuen Abschnitt. Ich meine, gerade wenn ein Kind, also das eigene Kind auszieht, was da plötzlich, sag ich jetzt mal, weg, bricht, wenn was da nicht mehr da ist, was so viel gefüllt hat. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, ich meine, ich habe ja auch einige Mamas im Coaching. Wenn du unweigerlich, und das ist ja angeboren, das ist ja keine, die dürfen wir uns nicht abschaffen mit der Tatsache, dass wir uns als Mama so verantwortlich fühlen, letztendlich natürlich jetzt auch darüber hinaus weiterhin. Aber wir dann immer automatisch ein Stück von uns abschneiden und uns nicht zur höchsten Priorität machen und so. Und jetzt haben wir das plötzlich nicht mehr. Und dann ist da noch so viel mehr Platz und Zeit, die es zu füllen gibt. Und gleichzeitig, ich meine, deine Geschichte, die unfassbar wertvoll natürlich auch für andere sein kann, wenn das so sein soll. Ich meine, das bist du, die das nachher entscheidet, was, wo wir jetzt reingehen, was du mit deinem Leben überhaupt anfangen willst. Da reden wir noch nicht von den anderen. Wir fangen natürlich immer erst bei uns an. Und gleichzeitig danke fürs Offensein und Teilen mit solchen erlebten Traumen und dem Selbstheilen. Das sind die Geschichten, die andere inspirieren. Und das sind die Dinge, mit denen wir anderen auch wirklich helfen können. Ja, das kommt erst in Schritt 2 oder 3. Aber das ist das, was irgendwie was hinterlässt auch. Das macht Mut vielen anderen auch, die in ähnlichen Situationen stecken. Und ich habe natürlich so eine Verbindung eben gespürt in Bezug auf die Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du mir folgst und was du von mir alles weißt. Aber meine Geschichte mit der TCM, und ich meine, ich habe den ersten Kurs von Shiatsu gemacht damals und ich war auch so begeistert und dann habe ich es auch nicht weitergemacht. Dass du das machst und du bist selbst so begeistert und dann heilst du dich selbst. Dann, und es war ja bei mir genauso, dann denkst du so, damit kann ich die Welt retten, also übertrieben. Aber dann denkst du, das braucht jeder. Und dann habe ich das gemacht in der Selbstständigkeit am Anfang und es war toll. Und nach einem Jahr, anderthalb, habe ich einfach gemerkt, nee, Tina, das war es gar nicht. Das ist es gar nicht ganz. Das war aber gut, dass ich das gemacht habe. Das war einfach ein Teil in der Selbstständigkeit, in dem, ja, sich selbst finden, zurück zu sich selbst finden, in dem sich ausprobieren, natürlich auch dabei anderen helfen. Und im Gehen, wir können halt hier die ganze Zeit bleiben und nichts machen oder wir können die Dinge ausprobieren und da nur so können wir rausfinden, ob es das halt ist oder nicht so. Und deswegen habe ich jetzt gerade eben gedacht, ja, dass man irgendwann drauf kommt, na, vielleicht habe ich es auch nur für mich gemacht. Und das ist genau das, was du sagst. Ich empfinde es ein bisschen anders. Du sagst, okay, das braucht jeder. Und ich, für mich ist es aber so, dass ich mir jetzt gerade im Moment denke, wer kann das bitte brauchen? Also, das ist ja meine Geschichte. Weißt du, wie ich meine? Also, wen ist das noch interessant? Ja, also. Wow, und das ist schon mal auch super interessant, was da drunter liegt. Was meinst du? Das Shiatsu oder deine Geschichte? Oder was steht hinter dem Was? Also nach dem Motto, wer braucht das? Was ist das Das? Also, also meine Geschichte grundsätzlich. Und die Heilung quasi eines Traumas, ja, weil ich bin halt der Meinung, jeder muss halt seinen Weg finden, seine Geschichte oder seine Erlebnisse oder Traumen zu heilen. Und dann sehe ich halt irgendwie so den Punkt in mir, ja, aber was kann ich da beitragen? Ich habe es für mich gemacht.
braucht, ja, kann das jemand anderer auch brauchen. Okay. Ja, ich liebe es. Nur so decken wir diese schönen Glaubenssätze auf, die wir da mit uns tragen. Der da mal wieder heißt, was habe ich schon zu geben? Was ist da schon Besonderes dran? Das kann ja sowieso keiner gebrauchen und jeder hat seine eigene Geschichte und meine kann da gar nichts tun. Und wie du siehst, wie ich dabei schmunzle, weil natürlich liegt da nur Blödsinn drüber, den wir uns erzählen, weil ich meine, jeder, der in irgendeiner Weise ein Trauma erlebt hat, ich habe auch eine andere Kundin, die ja auch ein bisschen spezialisierter drin ist und gerade das, und es geht gar nicht darum, ob das bei dir das Thema Trauma bleibt oder nicht, nur du hast etwas erlebt, was dich zu etwas gebracht hat, so wie bei mir, ich meine jetzt, warum ich Schlafstörungen hatte, welche genaue Geschichte, warum ich nachher Magen-Darm-Probleme hatte, wieso ich so und so mich in der Beziehung verhalten habe und. Das muss nicht jeder genau gleich erlebt haben. Aber jeder kann irgendwie eine Beziehung aufbauen zu Sachen mit, ah ja, da habe ich auch, war ich zu lange in dem Job. Da habe ich auch mich zu lange so verhalten. Da habe ich zu lange in der Beziehung das und das gemacht. Und so weiter und so fort. Da hatte ich Gesundheits, ach, das kenne ich so. Es geht also nicht darum, hat jemand exakt die gleiche Geschichte, um demjenigen das weitergeben zu können. Aber wie fühle ich mich? Also wie hast du dich vor 10 Jahren gefühlt, vor 5 Jahren? Du kannst dich mit Sicherheit noch in viele Dinge zumindest ansatzweise reindenken und kannst dich erinnern, dass die nicht schön waren. Also ich kann jetzt auch nicht mehr Schmerz oder Leid nachempfinden, was ich noch hatte vor x Jahren oder so, aber ich weiß noch, wie es ungefähr war, hier oben. Das heißt, wir haben was erlebt und können das transferieren auf andere, um zu erzählen, das und das ist mir passiert, so und so hat es sich angefühlt. In dem Moment kann jemand anders sagen, oh, das kenne ich, weil es ähnlich ist. Man muss nicht genau das Gleiche erlebt haben. Und dann sagst du, und mein Weg dadurch war der und der und der. Das bedeutet jetzt auch nicht zwingend, dass Shiatsu das Allheilmittel für alle Traumen ist. Es geht nur darum, dass du weißt, ich habe eine Geschichte gehabt und ich habe mich selbst geheilt. Und das hat mich so stark gemacht, dass ich irgendwas in mir spüre, dass auch ich gerne was weitergeben möchte. Und die Auswahl dafür ist riesengroß. Und wir kommen auch gleich mal noch viel weiter zurück. Und das wirst du, wenn du Ask Me Anything ein paar Mal schon gehört oder gesehen hast, kennen. Wir gehen ganz weit zurück zu, wie will ich denn überhaupt leben? Da sind wir noch längst nicht bei, was machen wir denn im Außen und so? Oder wie können wir jetzt anderen helfen? Aber der Punkt ist, um diese Glaubenssätze zum Beispiel aufzulösen, so dass es nichts wert ist oder was können da andere schon von haben. Ob das nachher ein Podcast sein kann oder ein Buch oder du stehst irgendwie auf Bühnen oder du machst Workshops oder du gibst tatsächlich, bietest du Shiatsu an, weil du weißt, was Shiatsu alles heilen kann oder verbessern kann oder was das tut mit den Menschen. Oder du hast eine ganz eigene Idee, etwas in die Welt zu bringen oder du willst Kurse geben oder du willst dann irgendwelchen Akademien und Schulen unterrichten oder Trauma für Kinder, was auch immer. Irgendwas schlummert in dir, was dir zumindest sagt, hey, ich glaube, da ist noch mehr. Irgendwas kann ich schon auch noch damit machen. Mit meiner Lebensgeschichte. Die Details mal so weggelassen davon. Deswegen die erste Frage, die wichtig wäre oder die mich am meisten interessieren würde, wenn du nämlich das mal weglässt mit Shiatsu und Trauma und interessiert es überhaupt jemanden, wenn du wirklich die freie Wahl hättest, wie du leben könntest, wo du leben könntest, was würdest du denn gerne den ganzen Tag machen? Wie würde es aussehen? Das ist eine viel schönere Frage. Das ist eine herausfordernde Frage. Ja, ich weiß. Also ich bin tatsächlich da gerade dran, auch zu sagen, okay, wie ist denn mein Rhythmus? Mhm. Also der sich jetzt gerade, oder der sich einfach etabliert hat, durch natürlich auch meine Geschichte. Und da ist es einfach so, dass ich grundsätzlich ein Morgenmensch oder also morgens einfach ein agilerer Mensch bin. Mhm. Das heißt, mein Arbeitsrhythmus wäre am besten vormittags, ich sage mal so bis
keine Ahnung, 12, halb eins. Dann koche ich, also einkaufen, kochen und essen. Also ich meine, das allein nimmt ja auch, sage ich einmal, einen Zeitrahmen von 2 Stunden ein. Das heißt, es wäre dann so gegen 3 oder 2, je nachdem. Ja, dann sollte dann auf alle Fälle Bewegung Platz finden. Also wenn das Wetter schön ist, je nachdem halt. Entweder in der Früh oder am Nachmittag. So eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja, und dann weiß ich nicht. Okay. Möglicherweise wieder was online oder so. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Für 1-2 Stunden und dann ist eh schon Abend. Also ich meine. Okay. Das war mal ein erstes Gänsefüßchen. Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Ich weiß, manchmal schwer vorzustellen, aber du bist jetzt, such dir die Figur aus, Pippi Langstrumpf, Prinzessin Lillifee, wie heißt die, She-Ra, Superwoman, keine Ahnung, irgendeine Fantasiefigur, die nicht in unserer Welt hier irgendwie gelebt hat oder eine Geschichte war. Und dein Konto ist so voll, wie du es noch nie gesehen hast. Da legen wir jetzt mal eine 500.000 drauf. Ich weiß, manchmal ein bisschen überfordernd die Vorstellung. Aber da legen wir jetzt mal so viel Geld drauf, dass du weißt, du musst die nächsten 3-4 Jahre nicht arbeiten oder noch länger. Und du hast ja so viel Geld, das heißt, du könntest auch hinfliegen und reisen, wo du hin willst. Du könntest dir das Haus aussuchen, in dem du leben wollen würdest. Wir machen jetzt also auf für alles, was überhaupt irgendwie denkbar ist. Jetzt gerade unmöglich erscheint, aber jetzt sind wir ja auch in der Geschichte. Wo würdest du am allerliebsten leben wollen? Und was würdest du gern am allerliebsten machen, ohne dass dabei irgendein Ziel oder Ergebnis rauskommen muss? Sprich, das könnten auch Dinge sein wie, oh, ich wollte als Kind immer singen, das habe ich noch nie gemacht. Oder ich habe als Jugendlicher mal gemalt und das habe ich jetzt 30 Jahre nicht gemacht. Oder ah, ich hatte damals ein Pferd. Wie gerne hätte ich wieder ein Pferd und würde einfach reiten. Ich würde so gerne mal so ein Kinderprojekt in Afrika unterstützen. Das würde ich gerne machen. Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Wir träumen jetzt einfach mal, du hast nichts, du musst nicht arbeiten. Du brauchst dir um Geld keine Sorgen machen. Wie sieht es dann aus? Ja, ich glaube, dann würde ich meinen Tag mit das, was man heute Freizeitaktivitäten nennt, verplanen. Cool. Also wohnen würde ich definitiv in den Bergen oder ja, also eher Berge. Es muss ein See in der Nähe sein, es müssen Wanderwege in der Nähe sein, wo man im Winter Skifahren kann. Ja, wie gesagt, ich würde dann das, was halt Freizeit ist, halt so verbringen. Ohne cool. Arbeit. Auch ohne Arbeit. Perfekt. Und wie, was genau? Was würdest du alles machen? Du hast jetzt ab morgen, du hast keinen Stress. Du musst ja auch keine 24 Stunden verplanen. Aber du hast diese Möglichkeit ab morgen. Das heißt, du könntest jetzt machen, was du wolltest. Was sind denn diese Freizeitaktivitäten, auf die du so alle Lust hättest, die du schon lange nicht mehr gemacht hast, die du gerne mehr machen würdest und und? Also ich würde aber auf alle Fälle mehr meditieren. Wirklich mehr Sport, also Wandern, Radfahren, Skifahren, also in Bewegung. Dann in Kreativität, also kreative Sachen, vielleicht mal
keine Ahnung, Töpfern oder so, oder bin ich gleich überfordert mit der Frage. I know, ich weiß. Dafür hast du jetzt Zeit. Die nehmen wir uns nämlich sonst nicht. Jetzt darfst du mal so ein bisschen träumen und überlegen, was würde ich Ja, ich eigentlich. würde genießen, gut essen, vielleicht gar nicht kochen, sondern essen gehen, also auch gut essen. Ja, ich würde einfach die Natur genießen. Paragleiten. Ja, kreativ, wie gesagt, töpfern, malen eventuell, also irgend so Malkurs in diese Richtung. Bist du ein Mensch, der nur eine quasi Randfrage, weißt du? Dein Human Design Typ und Linie, hast du davon schon irgendwie Berührung? Kennst du das System? Nee, okay, mach. Bist du jemand, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist? Und oder? Also, es muss kein Entweder-Oder sein. Es ist nur die Frage, was für ein Gefühl das in dir auslöst. Bist du ein Mensch, der sehr gerne mit Menschen zusammen ist und der das auch irgendwie braucht? Oder bist du ein Mensch, der sehr viel und sehr gerne alleine ist und mehr Zeit mit sich selbst alleine verbringt und verbringen möchte? Naja, ich sage mal so, ich glaube, früher war ich sicherlich etwas geselliger, aber manches Mal macht es mir einfach, also große Menschenmassen oder Mengen geben mir einfach keine Sicherheit. Also ich bin dann schon so einfach aufgrund auch meiner Geschichte ein bisschen zurückhaltend und eher kontrollierend und beobachtend. Also beobachten tue ich natürlich, ja, also das ist ein, tue ich sehr viel, ja. Ja, Nicht klar. nur beruflich, sondern auch natürlich aufgrund meiner Geschichte, ja. 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 Weil du das gerade ansprichst, du bist gerade beruflich tätig oder du Ja, machst gerade ja, nicht, ja, 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 was ja, machst du ja, immer ja, gerade? ja. Scherzo. Ah, okay. Also Ja, du ja. bist selbstständig, hast eine Ja, Praxis, ja, machst. ja. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ha, okay, dann gehen wir mal da noch kurz hin. Ist es im Moment für dich eine Frage, ob du das überhaupt weitermachen möchtest? Also ist da quasi irgendein Gefühl von, wenn ich das wirklich alles so machen könnte, wie ich wollte und das Konto so voll wäre, würde ich die Praxis schließen. Ist dieses Gefühl da? Ja, Ja. schon. Also schließen, wie soll ich sagen, es macht mir Spaß und ich habe Freude dran, aber ich merke einfach zunehmend, dass es mir manchmal zu anstrengend ist. Körperlich einfach. Okay. Körperlich. Das heißt, was Genau, dir nicht körperlich. zu viel ist, weil ich meine, Shiatsu ist ja auch ein sehr sensitives Thema und Ja. du spürst die Leute sehr. Das heißt, rein emotional und energetisch bist du nicht ausgelaugt danach, aber physisch ist es dir zu viel. Ja, Okay. ich komm ursprünglich aus der Massage. Also das heißt, auch meine Shiatsu-Behandlungen sind eher sehr physisch. Okay. Ja, ich arbeite schon auch energetisch, aber im Vorweg oder vordergründig ist es eher körperlich. Ja, nee, super. Ich habe das Energetische deswegen mit reingebracht. Ich habe auch zugegebenermaßen erst eine selbst an mir erlebt. Nur ich weiß, dass es natürlich was anderes ist und ich habe ja nur dieses eine Wochenende damals gemacht, aber das ist natürlich schon mehr mit Spüren zu tun hat und ich weiß, dass wir das damals so ein bisschen gelernt haben und das kommt bestimmt darauf an, welchen Lehrer man hat oder welche Ausbildung, dass du ja viel mehr in Verbindung, auf eine ganz andere Art in Verbindung mit dem Körper bist als vielleicht in der ganz klassischen Massage. Deswegen habe ich nur gedacht, manchmal ist vielleicht auch jemand energetisch ausgelaugt danach, aber wenn du da gar nicht, also wenn das für dich ein gutes Abgrenzen ist und das mehr physisch ist, dann ist es schon mal gut, aber wichtig jetzt zu erkennen, was ist das, was mich erschöpft und was ist das, was mich
was mir dieses Zeichen gibt von irgendwie weiß ich nicht mehr, ob das noch das Richtige ist. Und für dich sagst du, es ist physisch zu viel. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du hättest vielleicht, und ich jetzt bin ich mache jetzt nur Beispiele oder Brainstorming, wenn du jetzt sagst, ja, ich hätte jetzt irgendwie 2 Shiatsu-Massagen in der Woche oder 3 und die bringen mir auch noch 5-fache vom Geld, was macht diese Vorstellung mit mir? Macht die von, okay, dann finde ich es eigentlich wieder richtig cool, oder ist es so ein, nö, ehrlich gesagt, dann immer noch nicht? Also das ist ja immer so eine Energie, die dann entsteht in einem. Also grundsätzlich, wie gesagt, ja, grundsätzlich ist es für mich kein, also wie soll ich sagen, ja, wenn ich nur am Vormittag arbeiten würde, zum Beispiel, wo ich in meiner Kraft einfach auch bin, ja, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Also 2-3 Behandlungen am Vormittag wäre definitiv, wie soll ich sagen, passt, ja. Nur meistens ist es so, dass ja, die Menschen, die dann kommen, zu der Zeit auch arbeiten. Sprich, die haben dann wieder Zeit am Abend, wo ich dann schon nicht mehr ganz so in meiner Kraft bin. Ha, super Ansatz. Das hat ja A mit Glaubenssatz. Und das Schöne ist, die kommen ja nicht irgendwo her. Die kommen natürlich aus erfahrener Emotion. Und ich kriege dann quasi immer Leute, die tagsüber arbeiten und dann abends ihre Wandlung wollen. Das ist ja total in Ordnung. Jetzt setze ich mal den Samen, dass es ja so Menschen wie uns gibt, die selbstständig sind, und ich, die liebend gerne all diese Termine auch vormittags und mittags annehme, weil ich gar keine Lust habe, abends oder nachmittags sowas zu machen. Und auch solche Menschen gibt es viele, ne? Also das heißt, wenn man sagt, hey, doch, ich stricke mal mein System um in Richtung dieses Wunschlebens, von dem ich jetzt gerade mal angefangen habe, drüber nachzudenken, und schon nur die Vorstellung, ich würde nur 2-3 Stunden am Tag machen. Ich würde vielleicht nachher sogar das gleiche Geld dafür kriegen wie jetzt den ganzen Tag. Oh, das ist erst sehr interessant. Und dann ab Nachmittags hätte ich Zeit, um Fallschirmspringen, Gleitdings, alles malen, töpfern, singen und so zu machen. Doch, das würde meine Energie doch auch wieder hochheben. Alleine das mal zu erlauben, zu denken, weil es auch für vormittags ausreichend Leute gibt, die das machen, wenn sie es machen wollen. Also jeder macht sich Dinge möglich, die er will, egal um was es geht. Ne? Ja. Genau, weil, ja. Weil er ja quasi dahinter liegt, naja, wenn ich es nur vormittags anbiete, dann kommt ja keiner mehr, weil dann arbeiten die ja alle. Aber was ist, wenn dein Angebot A ein ganz anderes ist? Deswegen habe ich unter anderem gefragt, ob du gerne mit Leuten bist oder ob du gerne lieber für dich bist. All die Dinge, die du beschrieben hast, könnte man ja sogar auch mit kleinen Gruppen machen und das anbieten. Und das sind auch alles gerade nur so Impulse, die kommen. Oder ist das was, nein, das gehört mir alleine, das mache ich alles in meiner Freizeit und ich gebe was anderes von dem, was ich gelernt habe, meine Weisheit, meine Erfahrung, mein Wissen, auf anderem Wege weiter. So wie jetzt gerade als Kurs, als Online-Video, dann habe ich die nämlich alle gar nicht um mich rum, dann mache ich das schön so. Buch schreiben, einen Podcast haben und, und. Also deswegen, oder einen Blog schreiben. Was ist eigentlich das, was mir mein Herz füllt, was liebe ich zu tun und gleichzeitig, was davon will ich gegebenenfalls teilen oder mit anderen machen, kann ein Ansatz sein, zu spüren, in welche Richtung es für einen gehen kann. Als allererstes ist es immer wichtig, wie will ich es eigentlich für mein Leben haben? Konto voll, alles ist möglich. Und im nächsten Schritt aber dann zu sehen, ach guck mal, jetzt sind auf einmal die Dinge alle aufgetaucht. Und dann sich zu erlauben, immer wieder mit dem Wissen, du kannst mit allem Geld verdienen und du kannst alles erreichen und haben, was du dir nur irgendwie vorstellst und noch sehr viel mehr. Dazwischen liegen immer nur die blöden Glaubenssätze. Du kannst es alles haben. Und immer wenn du merkst mit, ja, das wäre schon schön, aber ich glaube das nicht, das geht nicht, wie soll das gehen, das kann man nicht, das hat ja noch nie jemand gemacht, ich wohne in einem Gebiet, wo das nicht geht, 1000 Geschichten. In dem Moment sich zu fangen und zu sagen, ach so, das ist ja auch, was glaube ich denn eigentlich und was würde ich denn gerne glauben? Ich will glauben, dass das möglich ist. Ich will glauben, dass ich nur 2 Stunden am Tag machen muss. Eine lange Behandlung. Ich will glauben, dass
easy peasy die Leute so zu mir kommen und finden, dass die auch das Dreifache zahlen. Und das sind jetzt nur Ideen. Dass du quasi aufmachst für Träumen und aufmachst für Möglichkeiten, wie du es am liebsten gerne hättest, wenn alles möglich wäre. Ja, dann trifft das, glaube ich, schon recht gut. Also, ja, vormittags, je nachdem, 1, 2, 3 Behandlungen. Ja, ich meine, das mache ich grundsätzlich total gern. Es ist nicht, dass ich es gar nicht mehr mag. Mhm. Aber nicht mehr unter diesen Bedingungen oder Voraussetzungen. Ja, ja. Ja. Das so zu zeichnen, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass mir die Kreativität so wichtig ist. Mhm. Also, dass das offensichtlich definitiv zu kurz kommt in meinem Leben gerade. Ja. Ja. Das hat man in der gleichen Sekunde gesehen und gefühlt, indem du das gesagt hast. Ja, mir ist es jetzt bewusst geworden, also nachdem ich es erzählt habe und mir gedacht habe, boah, ja, das will ich, ja. Exakt, danke. Ja. Das ist das, wo wir hinwollen, wenn wir dieses Gefühl plötzlich spüren. Und das war in dem Moment, wo du, das war so ein, und Kreativität, da ist plötzlich so, pfiu, die Energielampe angesprungen. Bei allem anderen war man noch ganz arg im Kopf, was könnte man eigentlich alles machen? Ja, das wäre auch schön. Und dann ging irgendwann so, wie so ein Blitz, Kreativität. Und der Punkt ist, wenn wir mal an dem Punkt sind, das ist so der erste, so ein bisschen wie die Kokosnussschale bricht auf. Jetzt müssen wir noch ein bisschen, oder brauchen noch ein Messer. Dass wir sind im Endeffekt alles kreative Wesen. Die wenigsten hatten entweder die entsprechenden Eltern, die Begabung, den Willen, die Erziehung, lalalala, die Bildung, das von klein auf beizubehalten und auszuleben. Also ich glaube, ich habe das früher als Kind, jetzt wo du es erwähnst, das habe ich ja total vergessen, jetzt wo du es erwähnst, also als Kind habe ich das bei meiner Oma total ausgelebt, ja. Weil da kann ich mich an einen Satz erinnern, wo meine Mutter gesagt hat, also das darfst du nur bei der Oma, weil da schaut es aus, ja, Malen und Farbe und alles halt, ja, Wirrwarr sozusagen, das magst du daheim nicht. Mhm. Ja, also zu Hause ist schön sauber und da gibt es das jetzt nicht, dass du deine Kreativität auslebst. Also, ja, ja, mache ich. Das kommt definitiv in mein Leben. Ja, guck, da kommt sie, die Energie. Und weißt du, das Schöne ist, dadurch, dass wenn wir verstehen, dass wir kreative Wesen sind, einfach mal wieder das zu spüren von, oh, ich habe Lust. Wir haben es, also im Coaching gerade hatten wir es vor kurzem, aber ich meine, wir hätten es sogar in irgendeiner Ask Me Anything Session gehabt, das Thema weibliche Energie, was nichts mit Frau sein zu tun hat, sondern was in jedem von uns, ne, Yin und Yang und weibliche und männliche Energie. Und wir leben nun mal noch, wir sind auf dem Weg, aber noch in einer sehr männlich dominierten oder männliche Energie dominierten Welt. Und wir sind natürlich alle da reingeboren und in der aufgewachsen. Das heißt, alles, was mit spielerisch und kreativ und keinem Ziel, keinem Ergebnis, einfach nur des Spaßes wegen, ich meine, das haben wir alle fleißig abtrainiert bekommen, weil die Arbeitswelt funktioniert total anders. Und wenn wir beginnen, den Blick um 180 Grad zu drehen und zu verstehen, in dem Moment, ich meine, es war der beste Moment mit dem, quasi mit der Erkenntnis, wenn wir verstehen, dass unsere Energie alles ist, auf der alles aufbaut und wir loslassen mit, ja, ich kann doch aber nicht den ganzen Tag malen und töpfern, wie soll ich denn dann Geld verdienen? Also, wenn wir verstehen mit, oh,
Das erhebt meine Energie, das füllt mich auf, das erfüllt mich total. Boah, dann kommt viel mehr Energie hoch. So. Und in der Energie zum Thema Gesetz der Anziehung, das ist quasi, glaube ich, 1 mal 1 oder 1 plus 1 Basics, kann jeder 1 und 1 zusammenzählen, dass wenn meine Energie eine höhere ist, dass ich halt auch ganz andere Sachen anziehe. Dass Dinge viel einfacher in mein Leben kommen. Warum ist es so? Da draußen ist jeden Tag immer alles gleich. Wir geben ja allem eine Bewertung. Das hat ja erstmal null Bewertung. Nichts ist gut oder schlecht, richtig oder falsch, groß, klein, dick, dünn. Wir geben allem eine Bewertung. Das heißt, da draußen, der Tag funktioniert da draußen immer gleich. Jetzt gehe ich mit richtig schön scheiß schlechter Laune da raus. Dann weiß ich, wie sich der Tag anfühlt, was mir wahrscheinlich begegnet, was mir auffällt, wen ich treffe, was mir alles auf den Keks geht. So, jetzt gehe ich den gleichen Tag wieder raus mit Bombenlaune. Raten wir mal, wie mein Tag dann da draußen aussieht, welche Dinge ich dann sehe, wie ich dann das empfinde, dass mir das Wasserglas umgefallen ist, wie ich dann darüber lache und gestern mich aufgeregt habe und. Heißt, in dem Moment, wo meine Energie höher ist, als sie davor war, begegnet mir der Tag ganz anders. Ich habe ganz andere Gefühle, Ideen, Impulse. Daraus entstehen Handlungen. Das ist auf einer ganz, ganz anderen Ebene und sehr viel leichter, sehr viel geschmeidiger, sehr viel entspannter. Warum? Nur weil ich mal wieder getöpfert habe. Nur weil ich einfach tatsächlich meine Kreativität und das Ausleben dieser, ein Teil einer weiblichen Energie, einfach nur frei, mich auszudrücken, in welcher Kunst auch immer, damit meine Energie so angehoben habe und dann zu ganz anderen Sachen fähig bin. Ja, das hört sich ganz, ganz super toll an. Ja. Total und gut. Daraus entsteht dann natürlich, so wie du sagst, ja, also der Geist wird offen oder öffnet sich. Mhm. Und damit kommen ja auch wieder ganz andere Ideen und Impulse. Mhm. Weil wir raus aus dem, hier, wir dürfen einfach dem gar nichts glauben. Der erzählt uns den ganzen Tag Müll. Den ganzen Tag. Also wirklich. Der erzählt keine Sekunde was Gutes, auch wenn wir das glauben, zu großen Teilen. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich bin wirklich gut in mir Sachen hin und her denken und zurechtlegen. Und die klingen und fühlen sich super an. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir den nicht brauchen. Nur wir haben den unser ganzes Leben so hart konditioniert, dass wir den wirklich vernachlässigen dürfen, weil er wird uns sowieso nicht in Ruhe lassen und er wird uns auch nicht verloren gehen. Was wir deswegen stärken dürfen, es geht ja nicht um irgendwas loswerden, sondern es geht um Yin und Yang und Balance finden, dass etwas, was wir wirklich vernachlässigt haben und ziemlich verkümmert in der Ecke rumliegt, dass wir um die Pflanze uns jetzt kümmern und den großen Baum, der geht nicht kaputt. Der kann da schon weiter stehen. Der braucht auch unsere Pflege nicht. Aber dieses kleine Pflänzchen braucht unsere Pflege und somit unsere volle Aufmerksamkeit und Priorität. Also, was würde ich eigentlich am liebsten und das auch wirklich zur Priorität machen? Erstens, sich selbst, die eigene Energie. Einfachste Übung überhaupt. Was gibt mir Energie und was zieht mir Energie? Die simpelste Übung überhaupt, die könnte jeder machen und sehr schnell sagen, aha, na, dann muss ich das aus meinem Leben streichen und das integrieren. Ja. Und dann aufhören, ja? Ja, also das ist natürlich jetzt der nächste Ansatz und die Erkenntnis daraus, also wirklich vormittags zu arbeiten und nachmittags, ja, Kreativität, Bewegung und diese Dinge in mein Leben zu holen. Also ich meine, das ist natürlich, wäre ich ja verrückt, wenn ich das jetzt nicht mache, ja, wenn ich es schon erarbeitet habe. Daniela, ich feiere dich, ich liebe es. Ich hoffe, das hat gerade jeder gehört.
Weil genau darum geht es. Erkenntnisse zu haben, Dinge zu verstehen, Dinge lernen, zu denken, ach ja, das ist richtig. Und es dann nicht zu machen. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich erweitere das, was du gesagt hast. Das ist ganz schön dumm. Ja, super, dass du es gesagt hast. Natürlich, wenn wir Erkenntnisse haben, macht es doch total Sinn, die dann auch zu integrieren. Ich freue mich und feiere dich. Genau das ist es. Deswegen machen wir das doch alles. Dass wir dann sagen, ach, da geht's lang. Ach, so geht's, Mensch, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann nicht die Sache wieder zur Seite legen, sondern es tatsächlich machen. Ja. Das heißt, die Frage ist jetzt, also die nächste Frage oder Next Step ist, wo kommen die Menschen jetzt her, unter Anführungszeichen, die am Vormittag Zeit haben, nicht? Ja, ist es denn im Moment so, dass du Vormittagskunden hast? Ja. Ja, das schon. Okay, dann wäre ja meine erste Frage, gut. Dann bist du ja schon ausgebucht. Also du hast ja schon Kunden, die vormittags kommen. Da ist jetzt die Frage, okay, was ist die eigentliche Frage? Du hast sie doch schon. Für mich wäre die nächste Stretch-Frage für da oben, wo habe ich finanziell die Möglichkeit, das Ganze mal jetzt abzuleveln, damit ich mir richtig schöne Töpfermaterialien kaufen kann und mir den Kurs beim Gleitfallschirmspringen kaufen kann und dies, also unabhängig davon, dass es vielleicht alles schon irgendwo anders auf dem Konto liegt, aber mir geht es einfach nur darum, dass wir den nächsten Stretch hier oben auch machen, was Money Mindset natürlich eins meiner Lieblingsthemen auch ist. Wo können wir jetzt unternehmerisch ansetzen? Weil jetzt wärst du ja quasi, und das ist doch schön, auch hier immer, wo ist das Geschenk? Ah, das Geschenk ist, ich bin ja eigentlich schon ausgebucht. Wäre doch der nächste Step mit, ah, ich erhöhe jetzt meine Preise, ich verdopple jetzt meine Preise. Alarm, das bezahlt keiner mehr, Glaubenssatz. Und dann, ich weiß, und dann als nächstes zu gucken, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, mit wem will ich denn am liebsten arbeiten, weil das ist eins der 1000 Geschenke eines Selbstständigen. Unser Business, unsere Regeln, wie will ich es haben? Ich kann mir es tatsächlich aussuchen. Das hat mir nie einer beigebracht. Selbstständigkeit ist immer Arbeiten, Hasseln, Unsicherheit. Nein, Selbstständigkeit ist die Basis, so viel zu verdienen, wie du in keiner Anstellung verdienen könntest. Selbstständigkeit ist die Basis für so wenig zu arbeiten, wie du möchtest, so viel zu verdienen, wie du möchtest, mit wem du arbeiten willst. Du musst nicht mit jemand arbeiten, mit dem du es nicht willst. Das hätte man uns am Anfang gleich erklären sollen. Aber dafür gibt es ja Menschen, die einem dabei auf gleich den richtigen Weg helfen. Also das wäre für mich der nächste Stretch mit, gut, der erste Schritt, diesen Geschenk. Ich habe doch schon die Leute, die da kommen. Aber der nächste ist, ich erhöhe meine Preise, weil ich will ja natürlich auf keinen Euro verzichten. Und dann, die bleiben, ist cool. Die gehen, machen Platz für die Nächsten, die das Doppelte zahlen. Denn wie gesagt, wo wohnst du im Moment? Wo ist die Praxis? Also es ist ja sowieso interessant. Ich komme ja eigentlich aus Österreich. Ich wohne in Niederösterreich. Ja, ja. Du bist eine Deutsche, die gerade in Puerto Rico auf Urlaub ist. Also ich meine, es ist ja überhaupt eine Konstellation. Die ist ja perfekt. Ja. Ja. Also dafür gleich gerne. Genau, du hast jetzt das Wort Urlaub. Und der Punkt ist ja genau, das ist super, dass du das auch noch reinbringst. Ich habe nie eine Story gemacht dazu, stimmt, ich wollte sie noch machen. So dieses, ist sie dein Urlaub oder ist sie da zur Arbeit? Für mich gibt es diese Worte nicht mehr, seit vielen Jahren. Also das ist für mich gerade keine Arbeit. Ich liebe das, was ich gerade tue. Das fühlt sich null nach Arbeit an. Und für mich fühlt sich es auch nicht nach Urlaub an, wenn ich hier an den Strand gehe oder wenn ich hier morgens zum Frühstücken fahre oder wenn ich hier tanze oder meine Show kreiere. Nichts fühlt sich nach Arbeit oder Urlaub an. Das ist alles mein Leben. Ich habe es mir so aufgesetzt, dass ich ortsunabhängig arbeite und in Costa Rica in der Villa hier sitze und meine Arbeit vollziehen kann. Und genau das ist mir so wichtig für jeden, warum ich auch mache, was ich mache, ist, dass
jeder mitnehmen kann, hey, das kann ich auch haben. Ich kann mir mein Leben einfach so machen, wie ich es am allerliebsten haben will. Und es wird immer noch ein nächstes Level geben, wo es noch hingeht. Weil tatsächlich, und ich hätte es auch nicht gedacht, vor vielen Jahren alles möglich ist und noch so viel mehr. Bedeutet für dich, also genau, stimmt, ich habe gesagt, wo du bist, aber natürlich, ich weiß nicht, ob du auch irgendwas tun könntest, was online wäre. Ich habe im Moment nur an deine Praxis gedacht, die natürlich noch physisch notwendig wäre. Aber du kannst auch da natürlich eine Kombi machen. Who knows, ob jemand Lust hat, irgendwelche Philosophien, Weisheiten, was auch immer du geben kannst online, ob man das nicht noch kombinieren will. Ich mache 3 Vormittage in der Praxis und dann mache ich noch 2 kleine Stunden Workshops online für die Welt, was auch immer ich da anbiete. Dann mache ich noch weniger physisch. Auch so ein Ansatz, ja. Ja, das ist die Idee. Das werden wir natürlich so aufgreifen. Ja. Oder? Also ich sehe schon viel Arbeit. Viel Arbeit fürs Herz. Ja. Das können wir alles haben. Das dürfen wir alles haben. Das ist so, da platzt man vor Freude zu denken, so, ja, das will ich auch alles haben. Oder, ich weiß nicht, wie gerne du reist oder reisen willst. Ich meine, so eine Bank. Oder, na, du brauchst ja noch nicht mal eine Bank. Noch einfacher. Dann könntest du das überall anbieten. Egal, wo du hinreist, kannst du es anbieten. Wie schön ist eigentlich das? Ich meine, klar, das begeistert mich mit dem Ortsunabhängigen so. Aber egal wie, das sind ja nur Ideen. Und damit meine ich aufmachen für, das fände ich eigentlich auch toll. Ach, das fände ich auch gut. So. Ja, also offensichtlich heißt es einfach nur den Geist öffnen. Was dann nachher kommt, ist jetzt nicht unbedingt, so wie du sagst, ja, wenn man das eine mal angefangen hat, den Weg zu gehen, ja, dann ergibt sich ja der nächste Schritt oder Step. Ja. Aber ich meine, das sind ja jetzt schon viele Dinge, ja. Nur vormittags, nachmittags Kreativität und vielleicht die Arbeit oder das, was ich am Abend arbeiten würde, physisch, einfach für Workshop-Arbeit zu verwenden. Also damit ist ja schon mal. Ich würde sagen, das Leben ein bisschen umgestrickt in die Richtung, in die es gehen soll. Genau. Richtig, perfekt. Das klingt ja richtig gut, Daniela. Und wie du weißt, wenn du trotzdem an irgendeiner Stelle denkst, so allein fühlt sich das ein bisschen unbequem an, gibt es ja die Möglichkeit, auch mit mir ein bisschen länger zu arbeiten. Das heißt also an dem Moment, wo du, jetzt will noch jemand in den Raum, ne, das ist jetzt nicht mehr. ja, gibt es die Möglichkeit auch. Ist auch für jeden empfehlenswert, also ob ich das bin oder irgendjemand anders, ist für jeden empfehlenswert als Unternehmer. Ich würde fast sagen, dass es ab einem gewissen Ding fast unverantwortlich ist, ganz alleine versuchen, das zu machen. Also ich persönlich habe seit bestimmt 3-4 Jahren immer Coaches und ich werde nie ohne sein. Du wirst viel mehr Umwege machen, als nötig sind. Also das heißt, ab einem gewissen Punkt zu sagen, ja, vielleicht will ich auch einfach jemanden an meiner Seite, der mich zwischendurch kurz erinnert, wo ich hin wollte, ohne dass ne, so man dieses Ziel aus den Augen hat. Und dass man immer die Glaubenssätze, wir sehen unsere blinden Flecken nicht. Es ist halt einfach so, ich sehe meine auch nicht. Und dann kommt der, der uns so schöne Geschichten wieder erzählt. Und da ist es einfach hilfreich, wenn jemand kurz den Spiegel hochhält und dann ein Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer holt und dann fühlt es sich wieder ganz leicht an. Also das heißt, ich will damit nur mitgeben, du musst es nicht alles alleine machen. Aber wie cool, dass wir in einer Stunde da angekommen sind, wo wir jetzt hingekommen sind. Ja, offensichtlich, ja, so wie du sagst, ja, es bedarf dann doch Unterstützung, weil grundsätzlich war es ja wahrscheinlich da schon, weil... Ja, das ist alles da. Ich habe gar nichts davon. Das ist alles in dir. Nur, wir können es nicht sehen. Wir sind so sehr in unserem Kopf. Die Geschichten, die wir uns erzählen, die sind in deinem Fall mindestens über 40 Jahre alt, keine Ahnung. Also die Geschichten, die wir in unserem Kopf haben, die sind so fest und so stark verankert. Und wir können uns alle Sachen so unfassbar logisch erklären. Plus alle Konditionierungen und Erziehungsgeschichten, die darüber liegen. Wie sollen wir da hinkommen? Für mich ist es super einfach.
ich fühle das alles, ich sehe das, ich stelle dir eine Frage, du kramst da unten rum, dann kommt ein bisschen was hoch, ich merke genau, oh, vielleicht dürfen wir noch ein bisschen graben, ah, guck mal, da kommt noch was hoch. So, das ist so ein schönes, ist eine Co-Kreation und ich helfe dir nur, die Sachen da rauszukramen, den Dreck ein bisschen zur Seite zu räumen und dann polieren wir das Ganze und dann lassen wir das wachsen. Also, so geht's. Alleine fällt uns das schwer, ist manchmal unmöglich. Ja. Na, also super, dass es so schnell ging. Und ja, also für mich steht jetzt definitiv fest, die nächsten Schritte, das umzustrukturieren und ja, auf geht's. Daniela, es hat mir so Spaß gemacht. So eine tolle Session. Und so schön, wie das Universum das wieder geregelt hat, dass du hier reingesprungen bist. Ich freue mich tierisch. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und vor allem tierisch viel Spaß jetzt bei diesem Umstricken und Neusortieren und mehr in dein Leben holen, was dich irgendwie kribbeln und begeistern lässt. Und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören in, weiß ich nicht, 2-3 Monaten oder so, wie sich das dann anfühlt, was hast du geändert. Also ich freue mich immer über solche Geschichten, wenn ich sehe, wo Menschen so hinkommen und wo sie landen und wie sich es entwickelt und wie beginnt da mehr zu leuchten wieder und so. Also von daher, danke für die Stunde, für dein Vertrauen, für deine Spontanität. Und alles, ja, ich alles. Danke. Ich wollte ja eigentlich zufällig dann noch reinschneiden in deine, in deine Session und einfach zuhören. Und bin halt jetzt zuteil geworden dieser Stunde. Ja. Und ja, ich fand es super spannend und trotz unvorbereitet, dass wir doch so viel auf den Weg gebracht haben. Also bist du top? Das ist immer das Beste, wenn wir, weil dann kommen wir gleich dahin. Manchmal, ich meine, das ist nicht das, du musst es nicht lange überlegen, aber genau dann sind wir weniger im Kopf. Es ist dann schon mehr so ein, keine Ahnung, aber gut, weil dann sind wir wenigstens hier schon so ein bisschen halb raus und dann kommen wir ein bisschen schneller dahin. Also es war perfekt so. Ganz, ganz lieben Dank. Ich danke dir, Tina. Noch einen schönen Abend und dann, wie gesagt, viel Spaß beim Loslegen. Ja, vielen herzlichen Dank und dir schönen Urlaub, Arbeit, schöne Zeit nach wie vor noch in Costa Rica. Costa Rica, genau, Costa Rica. Noch 5 Tage. Genau, dann geht es erstmal zurück nach Deutschland, aber genau, noch die nächsten paar Tage, danke dir. Ja, super. Die Patricia, die hat im Buch irgendwas geschrieben, genau. Ich muss noch viel mehr Arbeit, Feierabend, Urlaub aus meinem Wortschatz streichen. Ja, genau. Und das tatsächlich, genau. Das sind, weil dahinter, noch vielleicht zum Abschluss, hinter Worten liegen Gefühle. Ah, schön, dass du dich nochmal reinschaltest. Hinter Worten liegen Gefühle. Und in dem Moment, wo ich das Wort Arbeit ausdrücke, Urlaub ausdrücke, mehr Musik, da sind Gefühle dahinter, ob wir das wollen oder nicht, weil da ist ja was abgespeichert. Und Worte haben so eine krasse Macht. Da habe ich auch, ich weiß, da habe ich auch noch viel Potenzial. Worte haben so eine Macht. Und wenn wir beginnen, also danke für die Erkenntnis von dir, Patricia, dass die, wenn wir wirklich beobachten, was wir für Worte wählen, dass da auch noch mal so viel dahinter liegt und liebevoll. Einfach nur, wenn wir merken, ach, jetzt habe ich den gesagt, nee, ich möchte es ja austauschen. Ah, den drehe ich mir jetzt. Und dann drehe ich den halt vielleicht 20 Mal, aber irgendwann ist es drin. Also tatsächlich in dem Moment, mir geht es jetzt schon länger so, wenn wirklich so wie du jetzt, deswegen musste ich was zu sagen, wenn jemand dann sagt, Urlaub oder Arbeit, das macht vor allem Urlaub, macht bei mir schon so ein, nein, hä? Urlaub? So, nee, ist mein Leben, das ist nicht Urlaub. Fühlt sich vielleicht wie Urlaub an. Nee, aber ich fühle das Wort Urlaub nicht mehr. Ich hab da kein Gefühl zu. Ich werde niemals mehr in meinem Leben sagen, ich brauche Urlaub. Ich gehe in Urlaub. Ich habe kein Gefühl mehr zu dem Wort. Weil mein Leben ist so toll, dass alles, für manche Menschen sich alles wohl nach Urlaub ausschaut. Aber dann lasst uns alle für jeden ein Leben erschaffen, was sich immer nach Urlaub anfühlt, wenn jemand dieses Wort noch benutzen möchte. Ja. Also da muss ich dazu sagen,
Jetzt, wo du es so ausführlich noch einmal erwähnst, für mich ist es immer, wenn mich jemand fragt, was ich mache, ja, dann sage ich Shiatsu, aber das ist ja grundsätzlich, ist es mein Leben. Also das fühle ich ja. Ja, das bin genau. ich. Also ja, das nehme ich einfach wahr. Und deswegen ist es so schwierig, immer auch zu sagen, ja, was machst denn du beruflich? Also entweder ich habe einen Beruf, ja, dann ja, aber so wie es auch bei mir ist und auch bei dir, ja, aber das bin ich. Also genau. Ich bin halt das Thema Ernährung und ich bin das Thema, ich meine, das habe ich so in mein Leben integriert, das gehört einfach dazu. Ja. Das trenne ich nicht mehr von. Also das ist jetzt separiert die TCM-Ernährung und das ist separiert Shiatsu und das ist separiert, keine Ahnung, ja, Gartenarbeit. Ja, aber das bin alles ich. Ja. Exakt. Deswegen ist, also nochmal zum dritten Abschluss, nee, aber dieses Thema mit dem, was machst du beruflich? Die Antworten werden viel schöner im Laufe der Zeit, wenn man geht, damit ist quasi, was weiß ich helfe dir XYZ oder so. Oder ich überhaupt schon dieses nach Labeln in der Gesellschaft zu gehen, ne? Dieses, wer bin ich denn ohne diese Label? Das ist die viel, viel spannendere Frage. Wer bin ich denn, wenn ich mir TCM-Ernährung, Shiatsu und Traumen wegnehme? Wer bin ich denn dann? Ja, und das dann ist gerade zu dem wahren Wesen, der wir sind, und darum geht's. Ja, und das ist aber gerade die Situation, in der ich jetzt eben gerade drinnen stecke. Ja? Ja, ja. Das ist weggefallen, ja. Also diese Mutterrolle ist weggefallen. Das Trauma, das ist ja eine Aufgabe. Das war ja für mich immer die Aufgabe, ich will mein Trauma lösen und heilen. Ja? Und dann ist es plötzlich weg und dann entsteht da eine Leere und dann denkt man sich, okay, aber ja, wer bin ich denn jetzt? Oder wer will ich denn jetzt überhaupt sein? Oder Creme, 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 so wie du sagst, Creme, Creme, den ganzen Schutt mal weg. Ah, ganz viel Kreativität. Total schön, Daniela, so schön. Ja. Liebe Tina, vielen, vielen herzlichen Dank. Unendlich gerne, unendlich gerne. Es war eine schöne Stunde mit euch und mit dir ganz speziell. Alles, alles Liebe. Danke. Und bis ganz bald. Und du wirst hören von mir. Ich freue mich schon sehr. Ich freue mich sehr. Alles Liebe. Danke. Baba.